mit 30 Artikeln. Seitdem setzt sich Amnesty immer wieder seit Jahrzehnten für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit ein, demonstriert gegen Folter, setzt sich für Gefangene ein, die aufgrund von vielen Petitionen und Initiativen auch zu Erfolg geführt haben. Der Klimawandel hat aber ein völlig neues Ausmaß, das nicht mehr auf Einzelne nur wird, für die sich Amnesty einsetzen kann, sondern es betrifft die gesamte Menschheit. Wie ist die Lage heute? Mittlerweile wird immer sichtbarer, wie sehr der fortschreitende, menschengemachte Klimawandel und die Verletzung von Menschenrechten zusammenhängen.